Jolo und herzlich willkommen zu einem neuen Counter-Strike Case Opening. Wir werden 5 Cases wie immer öffnen. Oder zumindest wie die letzten paar Male. Und ja, fangen wir direkt an. Keine große Zeit mit Labern verschwenden. Breakout-Kisten haben wir eine ganze Menge. Schauen wir mal, welche nehmen wir. 56 haben wir. Ja, wo ist das Knife drin? Ich glaube, hier ist das Knife drin. Wäre natürlich geil, wenn das jetzt echt passieren wäre, aber ich denke eher nicht. Die SSG Abyss. Oh, sieht... Oida. Das sieht... Alter, das sieht aus, als wenn da so Kratzspuren oder das ist immer schon gewesen. Lol. Sieht aus, als hätte einer so ein Tier so mit leuchtenden Krallen durchgeschnitten. What the fuck, Alter? Das ist doch nicht normal, oder? Ich glaube zumindest nicht, aber egal. What the fuck, wir haben 115 Chroma 2 Kisten, die wollte ich gar nicht nehmen. Wow, okay, da haben wir noch größere Auswahl. Holy shit. Die würde ich natürlich gerne alle öffnen, ja, aber da wird der Game sagen, das kostet aber auch ein paar hundert Euro, ne? Wenn man die alle öffnen will. Der Game, ne, der Hund. Na, nicht mal die Statrack P250 Violence geben sie uns. Da machen wir hier direkt die Kisten auf, ist glaube ich besser. Nehmen wir eine von weiter hinten hier. Die muss ich so richtig lange in meinem Inventar angestaut haben. Ja, hier. Nehmen wir die hier. What the fuck, wie viele Schrotflinten waren da gerade? Da waren gerade gefühlt 20.000 nebeneinander. Ich vergesse immer in Steam Offline zu gehen, weil das Ding ist halt auch, ne? Du, ach, die schreiben dich immer an. Das fuckt so ab. Also ist ja nichts dagegen, aber es ist immer, wenn man aufnehmen will halt, ja. Ich habe schon so oft CSGO gestartet und habe es dann 2 Stunden laufen lassen und da hat mich kein Mensch angeschrieben, ja, aber wenn man aufnehmen will, dann immer, ne? Nehmen wir die letzte. Ich habe zwar, glaube ich, nicht den ersten Schlüssel genommen, aber scheißegal. RIP. Sieht aber nicht schlecht aus. Haben wir jetzt nicht schon 4 geöffnet? Ja, ich denke es mir halt auch. Ich habe Schlüssel zu 4 anscheinend. Lull. WTF. Na dann. Machen wir trotzdem nur 5 auf. Ich weiß, ich bin gemein. Ja komm, jetzt müssen wir mal ein Purple ziehen. Das kann doch nicht sein. Only Blues. Ich meine, 5 Kisten sind jetzt nicht viel, aber jetzt, come on. M4 Hyper Beast oder Knife. Please. Ach, ich bin ja nicht näher in der Lobby gegangen. Deswegen leckt es wieder so. Ich denke es mir halt auch die ganze Zeit. Ja. Das, darauf hört der Game wieder, ja, aber auf den Knife-Call kann er nicht hören, ne, aber den Purple gibt er mir. Dämliche Pisse. So, schauen wir uns mal die Conditions an. Abgenutzt, Einsatz erprobt, Factory New, Einsatz erprobt. Na, ja, war klar, dass die Desert Eagle Factory New ist, die sieht auch echt crispy clean aus. Die sieht richtig gut aus. Also der Skin selber jetzt nicht so sehr, wobei er sieht nicht schlecht aus, aber... Da ist ja nicht ein Kratzer drauf, ey. Holy shit. Naja, dann war es das wieder mit diesem CSGO Case Opening. Mal wieder gar nichts bekommen. Aber das wundert einen ja nicht. Und ja, dann danke fürs Einschalten. Macht's kurz rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.